Einen wunderschönen, einen fantastischen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen zu Bock auf Live. Das erste in diesem neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vom. Bevor wir morgen mit unserem Bock auf Handball WM-Studio oder WM-Spezial aus dem heimischen Wohnzimmer quasi starten, mit fantastischen Gästen jeden zweiten Abend, starten wir heute mit einem normalen Bock auf Live. Wobei, was heißt normal? Wenn dieser Mann hier zu Gast ist, ist es nicht normal. Es ist eine große Ehre. Pascal Henz hat sich für heute Abend angekündigt. Der Mann kann, ja, eigentlich alles. Oder anders gefragt, was kann er nicht? Das müssen wir heute mal klären. Er war ein fantastischer Handballer. Er kommentiert im Fernsehen. Er hat fantastisch getanzt. Backen kann er. Und jetzt ist er auch noch unter die Buchautoren gegangen. Ein Ball für Piet heißt das Ganze. Ein fantastisches Kinderbuch. Da habe ich gemerkt beim Lesen, so ganz aus dem Kindesalter bin ich eigentlich innen drin auch noch nicht raus, denn das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und wir müssen mal klären, wie viel Pommes eigentlich in Piet steckt und auch umgekehrt. Heute eine absolute Handball-Legende zu Gast, Pascal Henz. Und wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, denn gleich ist er ja schon wieder am Mikrofon bei den Kollegen von Eurosport und kommentiert heute Abend, ich meine, Portugal gegen Island. Ich habe so viele Fragen mitgebracht. Wir brauchen die ganze Palette an Informationen von ihm, was er glaubt, auch die ganze Palette an Prognosen sowieso. Wo landet Deutschland? Wer wird Weltmeister? Wer wird MVP? Diskutiert sehr, sehr gerne mit in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen. Und die erste Aufgabe jetzt mal gleich zu Beginn. Haut ordentlich in den Chat den Applaus-Emoji und begrüßt ihn. Ich hole ihn jetzt rein. Hier ist Pommes, hier ist die Handballlegende Pascal Henz. Cosi, Grüße. Da ist er. Servus. Hi, Form, alles gut? Servus. Ja, moin, ich grüße dich. Wie sieht's aus? Alles gut, danke schön. Du bist, wir erleben dich jetzt unmittelbar mal vor einer TV-Übertragung und du wirkst sehr entspannt. Ja, ich bin im Hotelzimmer noch. Ist ja auch entspannt. Also es ist kurzer Fußweg gleich ins Studio und dann wartet Uwe Semrau schon auf mich und dann gehen wir mit Eurosport heute das zweite Spiel. Wir haben ja gestern die Eröffnung auch schon gehabt. Ja, das zweite Spiel, du hast es richtig gesagt, Portugal gegen Island. Wird, glaube ich, ein cooles, interessantes Spiel. Ich bin sehr gespannt. Letztes Jahr haben wir auch schon kurz vor der WM hier ein Live gemacht. Da hast du auch sehr von den Isländern geschwärmt und hast gesagt, noch so 2-3 Jahre und dann gehen die durch die Decke. Ist es jetzt schon so weit? Was traust du denen zu? Ja, schauen wir mal zu. Also ich glaube, sie waren letztes Jahr ja schon echt sehr, sehr stark. Wurden dann auch so ein wenig, so wie die deutsche Mannschaft ja auch, Corona-mäßig ausgebremst. Deswegen kann man das letzte Jahr, vergessen wir einfach mal. Aber Isländer haben eine Menge Potenzial. Haben jetzt zweimal gegen sie gespielt in der Vorbereitung vor kurzem. Da haben sie schon gezeigt. Also sie haben natürlich individuell sehr, sehr starke Jungs da drin. Und es ist eine Nation, die einfach Jahr für Jahr Spaß macht. Und deswegen schauen wir mal, heute Auftakt gegen Portugal wird nicht so einfach, aber ich rechne schon mit den Isländern auch in dem Turnier, dass sie relativ weit kommen. Also wir sprechen gleich mal drüber. Auch, ich habe es gerade schon gesagt, deine Prognosen brauchen wir natürlich wieder. Wer wird Weltmeister, wer wird MVP und so weiter. Aber vorneweg, ich habe es gerade gesagt, du wirkst entspannt, aber du hast natürlich auch in der TV-Welt schon extrem viel gesehen. Und die Frage, die ich eben im Statement aufgeworfen habe, die meine ich wirklich ernst. Die ist gar nicht irgendwie schleimig gemeint. Was kannst du eigentlich nicht? Also du hast ja unfassbar viel schon gemacht. Gibt es was, was Pascal Henz nicht kann? Das müsste ich alles noch rausfinden. Also es ist ehrlicherweise ja so, also tanzen, das, was ich vorher gemacht habe, mit den Jungs mal unterwegs sein und auf der Tanzfläche zu stehen, das war andere Musik. Also da wusste ich auch nicht, ob ich das hinkriege oder nicht. Das habe ich mir dann mit dem sportlichen Ehrgeiz, den man zum Glück ja dann mitbringt als ehemaliger Leistungssportler, antrainiert in der Zeit. Da braucht man natürlich einen guten Coach für. Ähnlich war es mit dem Backen. Also auch da hatte ich keine Vorerfahrung und bin dann da einfach ehrgeizig an die Sache rangegangen. Mit dem nötigen Spaß aber auch. Und das ist, glaube ich, so ein gesunder Mix in dieser Fernsehwelt, wo ich mich ja ab und zu mal bewege. Und mir machen die Sachen Spaß. Und bisher habe ich sie ganz gut hinbekommen. Deswegen, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, es gibt, also meine Frau kocht besser als ich auf jeden Fall. Eine Kochshow habe ich noch nicht gemacht. Keine Ahnung, ob ich da irgendwann auch mal mitmache. Aber es gibt bestimmt auch noch viele Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt so super kann.
weil ich sie aber noch nicht trainiert habe. Vielleicht kann man, ich glaube, mit Training und mit viel Eifer und Fleiß kann man sich die Sachen schon antrainieren. Also, dass du natürlich auch von deiner Sportlervergangenheit profitiert hast, ist, glaube ich, auch klar bei solchen Geschichten wie Let's Dance. Hat dir das denn aber in der Persönlichkeit auch nochmal weitergebracht oder dich weitergebracht? Also, was ich jetzt echt gemerkt habe in dieser, also man lernt natürlich viele Leute kennen in diesem TV-Geschäft. Für mich sind das aber alles Sachen, die mir halt auch Spaß machen. Das ist so das Wichtigste. Was ich gemerkt habe, wirklich in der TV-Welt, wenn man das authentisch macht, wenn man das einfach so macht, wie man ist, fährt man immer am besten. Ich glaube, da laufen auch einige rum, die halt versuchen, so ein bisschen zu verstellen und irgendeine Rolle zu spielen. Funktioniert meistens nicht. Ich glaube, alles, was man macht, also die ganzen Sachen, die Möglichkeiten, die ich da jetzt habe, die sich mir da bieten, machen mir viel Spaß und die bringen mich auf jeden Fall weiter. Also, ob sie mich jetzt, zumindest bilden sie mich weiter aus in dem, was ich vielleicht noch nicht kann. Ich lerne dazu. Und ich glaube, mit den Erfahrungen, jede Erfahrung, die man macht, ob es jetzt im Sport ist oder halt auch so im Leben, die man macht, die hilft einem immer auf irgendeine Art und Weise weiter, ob es jetzt eine positive oder eine negative ist. Aber man lernt daraus. Und jetzt hast du auch noch ein Buch auf den Markt gebracht, habe ich gerade erzählt. Da kommen wir gleich zu. Ich muss eine Sache noch fragen Richtung Let's Dance, weil auch gerade in meinem Umfeld ganz viele fragen und meinten, frag doch auch mal den Pommes, wenn du ihn im Live hast. Was macht Mimi Kraus? Also ich habe ein gutes Gefühl, weil der hat ja Taktgefühl, oder? Da bin ich doch selbst so gespannt drauf. Als ich das gelesen habe, habe ich ihm sofort eine Nachricht geschrieben. Er hatte mich vorher nicht kontaktiert. Und als es dann rauskam, das war relativ zeitnah danach, also es war, glaube ich, keine Ahnung, ich habe das gelesen, sofort geschrieben, weil ich mich gefreut habe. Klar, endlich wieder ein Handballer. Ja, wir schauen mal. Ich gucke mal, keine Ahnung, er macht natürlich viel Krafttraining, ne? Das ist jetzt schon Tanzen, da muss man sich schon bewegen können, da muss man schon sein, das habe ich gelernt, man muss schon die Hüfte bewegen können, man muss den Oberkörper bewegen können. Ich habe die Befürchtung, dass Mimi vielleicht zu viel Muskulatur mittlerweile hat, um seinen Körper, was diese Tanzbewegung angeht, richtig zu bewegen. Aber ich lasse mich überraschen. Er ist auf jeden Fall, wird er beim Publikum gut ankommen, aber mit seiner Art, die er einfach hat, und ist ein guter Typ. Und wenn er das so wie ich hoffentlich fleißig trainiert, also es war wirklich viel Training, wir haben 8 bis 10 Stunden am Tag trainiert. Krass. Wenn er das macht, dann kann man sich da auch reinsteigern und weiterentwickeln und wer weiß, was dann passiert. Bei mir habe Das ich auch merken. nicht gedacht, dass ich am Ende gewinne. Also das war ja auch Hauptsache nicht am Anfang rausfliegen und dann war ich drin und dann hat irgendwann mal der Lampi gesagt, dass alle ja so ein bisschen überrascht sind, dass ich mich dann doch so bewege und da war ich natürlich dann angefixt. Dann habe ich, okay, jetzt zeige ich es euch richtig. Also, es sieht immer so leicht aus, aber es ist so viel Arbeit, ne? Das ist sehr viel Arbeit. Also das ist wirklich so, der Rhythmus ist ja, du fängst sonntags an zu trainieren und erfährst dann erst, weil es der nächste Tanz ist, das Lied dazu und die Choreografie wird dir gezeigt von deiner Tanzpartnerin, die dir ausgearbeitet hat. Und an dem Sonntagabend gehst du nach Hause, hast die Musik zum Tanzen noch gar nicht gehört und denkst, das schaffe ich niemals. Fühlst dich wie ein neuer Mensch, der gerade das Laufen neu lernt, mit Fersenschritt, Ballenschritt, gestrecktes Bein, gebeugtes Bein, Drehung rechts, Drehung links. Da musst du dir die ganze Choreo irgendwie merken. Und so am Dienstagabend ist es dann so, dass du sagst, okay, vielleicht kriege ich es doch hin. Dann tanzt du es am Mittwoch ein paar Mal durch zur Musik und dann geht es donnerstags wieder nach Köln und dann ist freitags die Live-Show und dann geht der ganze Spaß sonntags wieder von vorne los. Krass, ja, Das heftig. ist gut, ich habe 10 Kilo abgenommen in der Zeit. Das war schon echt hartes Training. Und das war nicht die körperliche Anstrengung, sondern es war wirklich für den Kopf, diese Choreografien zu lernen. Das war wirklich so das Schwierigste. Dann letzte Frage. Hast du einen Tipp für jetzt, na klar, direkt auf Mimi Kraus bezogen, aber auch an alle anderen, die mal bei Let's Dance mitmachen wollen? Ein Tipp? Ich habe viele erlebt, die halt gedacht haben, sie müssten nicht so viel trainieren, für die ging es nicht weit. Also Fakt ist, nur mit Training schaffst du es da. Und dann authentisch bleiben. Wenn du authentisch bist, kommt es immer gut an. Das ja auch mit viel Arbeit und viel Training ist die Parallele zum Handball. Damit schaffen wir jetzt eine gute Überleitung. Du hast ein Buch rausgebracht, ein Kinderbuch, ein Ball für Piet. Ein Richtig. ganz fantastisches Buch. Ab 4 Jahren habe ich gelesen, habe ich gedacht, das gucke ich mir mal an und es ist wirklich eine sehr goldige Geschichte. Magst du mal kurz erzählen, worum es geht? Kann ich sehr gerne. Also,
Ich muss gestehen, ich habe es natürlich nicht alleine geschrieben. Ich bin Teil dieses ganzen Teams. Verena Schulz, Illustratorin, hat da sehr schöne Bilder gemacht. Christina Schamacher, Schreiber, als Co-Autorin. Und die Idee ist eigentlich entstanden, als ich für Bock auf Handball eine Story gemacht habe und fürs Magazin. Da kam die Idee auf, wie machen wir es? Oder hättest du nicht Lust, mal bei einem Kinderbuch mitzumachen, weil wir wollen mal Handball so ein bisschen in den Vordergrund rücken und du hast ja auch zwei Kinder. Und so kam mir dein erstes Gespräch. Da habe ich gesagt, ja klar, coole Idee. Und dann ist eben diese Geschichte entstanden. Und es geht darum, dass ein kleiner Junge mit seiner Family umzieht, in eine neue Gegend kommt, seine ganzen Freunde natürlich nicht mit sind, sondern eben noch in seiner alten Heimat wohnen und er natürlich ganz alleine da ist und hat von seiner Oma einen Handball mitbekommen und sie hat zu ihm gesagt, hier, das ist mein alter Handball, den schenke ich dir, mit einem Ball bist du niemals alleine. Und er ist dann, wie gesagt, neue Umgebung, Eltern sind Koffer am Auspacken, alles am Einrichten und ihm ist langweilig und dann schnappt er sich den Ball und er lebt dann in seinem Garten, als er mit ihm spielt und er ihm in eine Hecke rutscht, aufgrund seiner Fantasie ein paar Geschichten, die er sich dann natürlich ausdenkt, dass er die erlebt. Und ja, so bekämpft er ein bisschen dann oder hilft der Ball ihm, seine Ängste zu bekämpfen. Und es geht ja eigentlich, das habe ich schon oft mitbekommen, Kinder kämpfen halt häufig mit Ängsten, haben Ängste, Berührungsängste vielleicht auch. Man kommt in eine neue Gegend, man hat Angst, oh, lernt man hier neue Kinder kennen. Und ein Ball ist eben das, was eigentlich verbindet. Also ich habe noch fast nie ein Kind erlebt, das nicht gerne mit einem Ball spielt. Das ist ja wirklich so. Und wenn ein Ball im Spiel ist, dann kommen alle zusammen. Und so ergeht es dann auch Pete. Also er erlebt dann, wie gesagt, ein paar Abenteuer und irgendwann fällt halt leider der Ball, der mit ihm spricht, fällt über den Gartenzaun in so eine kleine Anlage, wo andere Kinder spielen. Und dann muss er sich halt trauen, den Ball wiederzuholen. Und dann traut er sich auch, die Kinder zu fragen, ob sie nicht Lust haben, mit ihm Ball zu spielen. Und so bekämpft er quasi seine Ängste. Und das ist so ein bisschen die grobe Story in dem Buch. Und das ist, wie du eben auch schon gesagt hast, natürlich mit super Bildern untermalt. Die Geschichte ist sehr gelungen und Der Dschungel geht zum so, Beispiel sieht der sehr cool aus, der Dschungel, Drache. richtig, richtig. Also es gibt wirklich ein paar coole Sachen oder eigentlich alles coole Sachen in dem Buch. Und die Message dahinter ist einfach, dass man versucht, also zum einen natürlich, dass man mit einem Ball nicht alleine ist und dass die Kinder schaffen, irgendwie ihre Ängste ein bisschen zu bekämpfen. Und das soll so ein bisschen, ja, Ansporn dafür sein. Ein Ball für Piet. Hier wird nochmal im Chat gefragt, wie heißt denn das Buch? Genau, so ist es. Ein Ball für Piet. Wie viel Pommes steckt in Piet oder umgekehrt? Musstest du als Kind auch mal umziehen? Also du bist ja in Mainz groß geworden, kommst aus der Eifel, ne? Ich komme aus der Eifel, bin aber mit 2 Monaten, mein Papa hat bei der Deutschen Bahn gearbeitet und ist schon als ich 2 Monate war, nach Mainz versetzt worden. Deswegen bin ich in Mainz groß geworden, in der Mainzer Gegend. Also bei mir war es aber definitiv so, dass der Ball verbunden hat. Also ich bin eingeschult worden und da kriegst du natürlich auch mit sehr vielen neuen Kindern zu tun. Und komischerweise war es so, dass 6 Kinder, 5 oder 6 Kinder in meiner neuen Schulklasse im Handballverein waren. Und ich habe überhaupt keine Vorkenntnisse von Handball gehabt. Bei mir in der Familie spielt keiner Handball, hat keiner Handball gespielt. Und ich bin wirklich dann nur wegen den Mitschülern zum Handball gegangen, weil ich halt gerne was mit meinen Mitschülern machen wollte. Also war in dem Fall wirklich der Ball auch das, was uns dann verbunden hat. Das sind dann meine besten Freunde damals geworden, mit denen habe ich dann halt immer trainiert. Die waren bei mir in der Schule, in der Klasse. Und ja, das ist so ein bisschen meine Verbindung dann auch zu dem Buch. Ich habe jetzt nicht groß mit den Ängsten da zu kämpfen gehabt, weil bei mir war es halt nicht so, dass ich mit 5, 6 in eine andere Region oder in eine andere Gegend kam. Ich bin da schon richtig groß geworden. Ich kannte auch schon ein paar Kinder. Aber das waren so meine ersten Bekanntschaften in meiner Schulklasse und mit denen wollte ich halt gerne was machen. Und lustigerweise bin ich halt so zum Handball gekommen, weil ohne jemand anders in der Familie, der Handball spielt, ist es ja schon außergewöhnlich. Warum geht jetzt ein Kind und sagt, ich gehe jetzt zum Handball? Das waren im Endeffekt die Mitschüler, die mich dazu gebracht haben. Ich habe auch noch überlegt, ich bin auch während der Schulzeit nicht umgezogen, aber jeder kennt ja eigentlich ein, zwei Personen aus seiner Schulzeit noch, bei denen genau das passiert ist. Ich hatte zum Beispiel einen Jungen, der kam in der 5. Klasse zu mir und der kam aus Berlin und aufs Dorf und der kannte wirklich auch gar keinen. Und der hat einen Basketball dabei. Und dann haben wir alle mit ihm Basketball gezockt und so haben wir ihn relativ schnell integriert bekommen. Und ich glaube, jeder kann sich trotzdem mit dieser Geschichte identifizieren. Das ist das Schöne. Ja, das ist ja auch, also es ist ja wirklich so, wenn man mal überlegt,
Schmeißen Ball irgendwo in die Runde. Wenn du in der Sporthalle bist und da sitzen alle, schmeißen Ball hin. Das ist ja selbst bei uns Erwachsenen noch so. Wenn wir da sitzen, vorm Training und irgendeiner kommt aber mit dem Fußball rein, alles klar, stürmen alle hin und spielen Fußball. Ob es jetzt hochhalten ist, ob es keine Ahnung was ist, es ist ja wirklich so. Also so, das ist so ein magisches Ding, so ein Ball. Ob es jetzt ein Handball ist, ein Fußball, ein Basketball. Aber klar, da ist ein Korb bei Basketball, ey, geil, dann werfen wir den Ball da rein. Also das ist schon was verbindet und der Sport allgemein. Und ja, es ist in der heutigen Zeit, das ist das eine, ist es sowieso wichtig. Schickt die Kinder zum Sport, die sollen sich bewegen und nicht nur zu Hause rumsitzen vor diesen Geräten, vor denen wir jetzt auch sitzen. Ja, aber man erlebt natürlich auch, oder man findet auch die Werte dann wieder. Es geht ja nicht nur um den Sport als solches, sondern hier Kuhneck schreibt es sehr gut. Mannschaftssport verbindet einfach, es entstehen richtig geile Freundschaften und ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Es ist so. Fakt. Also da brauchen wir auch nicht weiter diskutieren. Da gibt es ja auch keine Unterschiede im Sport. Also es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, ob du ein Junge oder ein Mädel bist, es ist egal, welche Sprache du sprichst. Sobald da ein Ball im Spiel ist, kriegt man das schon irgendwie geregelt. Und apropos Freundschaften, ich habe ein paar Handballer gesehen aus der Liga, die das auch sofort geteilt haben. Hans Lindbeck, ein sehr cooles Foto, wie er das seinen Kids vorgelesen hat. Mussten das eigentlich zum Beispiel deine Kids auch abnehmen? Also haben die sich das auch gleich geschnappt und gesagt, ja, find ich gut. Kommt natürlich schon ein bisschen aufs Alter an. Also mein Sohn ist 12, der ist jetzt nicht mehr so in dem Alter, dass er abends ein Buch vorgelesen bekommen will. Aber meine Tochter mit 8, das ist schon bei uns schon noch gängig, dass wir abends, wenn wir sie ins Bett bringen, ihr noch ein bisschen was vorlesen. Und natürlich hat dann der Piet mit seinem Ball, als er dann endlich fertig war, ist dann auch eine gute Nachtlektüre gewesen. Und aus dem Hause Lindberg, was kam da für ein Feedback? Auch rund positiv natürlich. Ich hab natürlich den Jungs, die ich jetzt, mein Hans war jahrelang mein Nachbar, da war natürlich klar, da wusste ich, den Kids, der braucht auf jeden Fall dieses Buch. Also ich habe es ein bisschen vermarktet, ein bisschen den Jungs dann auch rumgeschickt und bin natürlich dann auch froh gewesen, dass sie es eifrig gepostet haben. Aber es kam rundum positives Feedback und es ist, glaube ich, echt sehr gelungen. Hier auch im Chat schreiben ein paar, die es schon haben, aber ein paar auch, die es noch nicht haben. Und jetzt kommt Folgendes. Ich habe vorhin gesehen, du verlost das Ganze auf deinem Profil. Wie läuft das? Ist korrekt, ja. Ja, wir haben jetzt so ein Quizspiel oder besser ein Tippspiel ins Leben gerufen. Also für das richtige Ergebnis beim Deutschlandspiel, das bitte natürlich vor Spielbeginn getippt werden soll, auf meiner Seite. Ich werde natürlich vor jedem Spiel was posten, Vorschau zum Spiel. Und da könnt ihr eifrig tippen. Und wenn es mehrere sind, dann, wie gesagt, werden drei verlost. Wenn es mehrere mit dem richtigen Ergebnis sind, dann wird halt noch zusätzlich ausgelost. Und nach den deutschen Spielen werden wir in alter Runde unser Talk, den ja Kretsch und ich irgendwann mal gestartet haben, jetzt mit Mimi und mit Timo Kastening noch dazu. Hartblut werden wir auch Insta Live machen und da werde ich dann verkünden, wer die Gewinner sind. Und das wird dann Okay, natürlich ja. rausgeschickt. So, mit Autogramm wahrscheinlich auch von dir. So. Ja, aber natürlich. Genau, lass uns mal Richtung WM gucken, weil du es schon ansprichst, Deutschland. Also zum Beispiel morgen bis 18 Uhr kann man dann bei dir unter den Post schreiben, was man gegen Katar tippt. Was tippst du? Hauptsache, die Jungs gewinnen. Ich tippe da kein Ergebnis. Ich muss kein Buch mehr gewinnen, zum Glück. Aber ja, ich bin schon positiv gestimmt. Ist ja immer so, vor so einer WM oder EM werden wir dann immer vermehrt so die ehemaligen Nationalspieler auch angerufen und wir sollen unseren Senf dazugeben. Und Na klar. deswegen habe ich schon sehr viele Interviews gegeben und ich bin gerade so drauf. Ich will lieber ein bisschen zurückhaltender in dieses Turnier starten. Ich war immer sehr euphorisch die letzten Turniere und dann wird man halt auch schnell enttäuscht. Und es ist eine junge Truppe. Wir werden auch eine Menge Spaß an den Jungs haben. Und ich hoffe natürlich, dass es in diesem Jahr schon richtig, richtig gut wird. Nächstes Jahr haben wir dann noch eine Heim-EM. Das ist ja auch was, wo man dann drauf hinarbeitet. Ich glaube, es wird wichtig sein. Eben jede Sekunde, die zusammen auf dem Spielfeld oder in der Trainingshalle sind, wird sie weiterbringen. Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft mit ein paar Erfahrenen dabei. Und da steckt schon viel, viel Potenzial drin. Aber in den letzten Jahren, ja, ich glaube auch, war die Erwartungshaltung von den Jungs selbst an sich selbst sehr, sehr hoch. Und dann lief es vielleicht manchmal nicht so. Also ein bisschen mehr Understatement einfach. Und
Wir dürfen auch nicht aus den Augen verlieren, dass eben da viele Mannschaften mittlerweile aufgeschlossen haben. Also es ist nicht mehr so einfach. Mannschaften, als ich noch gespielt habe, da gab es, ich hoffe, ich trete jetzt keinen zu nahe, ich hoffe, Fabian van Olffen guckt nicht zu, aber die Niederlande, die wurden damals halt immer geschlagen. Die sind mittlerweile aber auch konkurrenzfähig. Portugal haben wir früher auch immer geschlagen. Die sind mittlerweile auch da. Und da gibt es viele andere Mannschaften, die da einfach aufgeschlossen haben. Das haben wir jetzt bei der Fußball-WM auch gesehen. Es gibt keine Mannschaften mehr, die man da im Vorbeilaufen mal weghaut. Das ist beim Handball so, das ist bei anderen Sportarten so. Und wenn es gut läuft, können wir, glaube ich, wirklich ganz oben angreifen. Aber da muss auch alles passen. Da brauchen wir eine gute Torhüterleistung, das, was man ja sowieso braucht. Aber an die absoluten Weltspitze-Nationen, Dänemark und Schweden, da fehlt uns einfach noch ein bisschen. Da gibt es noch ein paar andere Mannschaften. Aber wir gehören da zum erweiterten Kreis. Und ich lasse mich gerne da positiv überraschen. Was ich in den letzten Jahren immer so ein bisschen vermisst habe, war halt, dass wir so einen Go-To-Guy haben. Wir waren immer breit aufgestellt, das haben wir auch immer gesagt, wir sind überall gleich stark besetzt. Und uns hat aber dann in den entscheidenden Situationen, finde ich, immer so einer gefehlt, der das Zepter in die Hand genommen hat, der gesagt hat, ich bin jetzt derjenige, der hier die Entscheidung trifft. Und da glaube ich halt auch, wir haben jetzt mit Juri da natürlich einen auf der Mitte, der sich das, glaube ich, zutraut, so wie ich ihn einschätze, der ein überragendes halbes Jahr jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt hat, der seine Erfahrungen da gesammelt hat, der das da überragend macht. Und ohne jetzt zu viel von dem Jungen zu verlangen oder zu erwarten, ist es, glaube ich, einer, der da dabei ist, reinzuwachsen. Für die Nebenmänner ist es auch nicht ganz einfach, seine Spielweise anzunehmen. Es ist schon so ein bisschen, ja, ein bisschen anders vielleicht, so ein bisschen auch dieser spanische Stil, den er dann vielleicht auch beim FC Barcelona noch gelernt hat. Und du hast dann natürlich beim Rhein-Neckar-Löwen trainiert, der tagtäglich mit seinen Nebenmännern zusammen. Das hat er bei der Nationalmannschaft halt leider nicht. Deswegen müssen wir da einfach schauen, wie gut das schon harmoniert und funktioniert. Aber wir haben da gute Jungs. Wir haben Julian Köster im linken Rückraum. Ich glaube, uns fehlt vielleicht so ein bisschen die Wurfpower aus dem Rückraum aktuell, so der Shooter. Auch wenn wir, Juri kann natürlich das auch, aber will auch lieber dadurch. Julian Köster kann das auch. Aber so ein Julius Kühn oder so ein Heimann aus dem Rückraum, die halt auch mal so die ganz einfachen Tore machen, der fehlt uns vielleicht. Aber ich denke schon, wir sind gut aufgestellt. Ich bin die ganze Zeit nur am Reden und du willst gar nichts sagen anscheinend. Ich höre dir sehr aufmerksam zu. Da ist so viel drin, was du gerade sagst. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, Leader, jetzt mal nicht rein spielerisch, sondern auch emotional, sehe ich eigentlich diese Achse auch mit Wolf hinten im Tor, Knorr vorne, Goller. Das ist doch rein emotional gesehen, das sind so drei Charaktere, die uns da ziehen können. Ja, also es war, und man muss ja immer aufpassen, was man sagt. Die Leute verstehen häufig was falsch. Ich habe auch gesagt, Uwe zum Beispiel, ich mag Uwe total. Uwe ist ein super Typ, Uwe Gensheimer. Aber ich habe immer gesagt, warum ist ein Linksaußen Kapitän in dem Moment in dieser Mannschaft? Ich finde, ein Kapitän muss jemand sein, der auch ein bisschen Einfluss aufs Spiel nehmen kann. Und als Außen stehst du halt meistens im Eck und hoffst natürlich, dass du Bälle kriegst, die du dann verwerten kannst. Du kannst natürlich versuchen, so ein bisschen die Jungs mitzunehmen und so, aber ich glaube schon, dass man mit Goller jetzt da einen gefunden hat. Ein aufstrebendes Talent war mal, Er jetzt ist hat er sich, er hat so eine 25. Entwicklung, ist unfassbar. Brutal. Also, wie gesagt, er ist ein glücklicher Arbeiter, ein Kämpfer, der sich da in Flensburg ja super durchgesetzt hat. Also, der ist da ja gar nicht mehr wegzudenken, auch in der Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken. Und das mit 25, der sich aber auch im Angriff weiterentwickelt hat und wie gesagt, dann stehst du wenigstens hinten im Innenblock und kannst so ein bisschen Einfluss auf deine Nebenmänner, wenn es mal drauf ankommt in der entscheidenden Situation. Und ja, das, wie gesagt, ich glaube schon, dass wir da allgemein gut aufgestellt sind. Und wenn man jetzt zu euphorisch da reingeht und es wird wieder nichts, dann sind halt die Leute und dann schreien wieder alle auf und sagen, oh, aber ich glaube, wir müssen halt auch ein bisschen langfristig denken. Man kann mal zurück überlegen. Wie lange hat es gedauert, als die Schweden, die ganzen alten Schweden aufgehört haben? Die waren auch erstmal gefühlt 6, 7, 8, 9, keine Ahnung, wie viele Jahre nicht da. Jetzt sind sie wieder da. Also man kann auch nicht erwarten, man drückt einen Knopf und ist direkt wieder absolute Weltspitze. Das dauert halt einfach seine Zeit. Du hast gerade auch ein Wort gesagt, das würde ich gerne nochmal doppelt unterstreichen, zurückhaltend. Und zwar jetzt nicht nur nach außen hin, sondern ich finde insgesamt diese ganze Vorbereitung ist ein Tick ruhiger, ist ein Tick zurückhaltender. Nicht nur was die Erwartungshaltung angeht, natürlich auch von außen prasselt weniger ein. Wir hatten die letzten Jahre nicht nur durch Corona immer wieder auch irgendwelche Baustellen, die öffentlich ausgetragen wurden, die da totale Unruhe reingebracht haben. Dann wurde auch schon mal am 10. Januar gespielt. Jetzt spielen wir erst am 13. Also es gibt auch ein paar Tage mehr, sich noch vorzubereiten. Irgendwie von meinem Bauchgefühl sagt es ist alles ruhiger, es ist geschlossener.
Und das tut der Stimmung unglaublich gut. Natürlich ist es ein Eröffnungsspiel für eine Mannschaft oder das erste Spiel, das immer schwierig ist. Aber du kannst, oder ich sag mal so, die Voraussetzungen, um in einen Flow zu kommen, diese Welle zu erwischen für ein Turnier, die sind gar nicht schlecht. Ja, ist richtig. Also, es sind auf jeden Fall, sind sie zurückhaltend, die Jungs. Waren sie vorher vielleicht aber auch die Turniere zuvor. Nur es ist natürlich dann auch immer die Medienlandschaft wirkt ja auch ein bisschen drauf ein. Und wir haben natürlich auch eine große Erwartungshaltung dann immer vor jedem Turnier. Ist ja auch normal. Wir wollen natürlich alle weit kommen, wir auch als Zuschauer. Das ist ja das, worauf wir richtig Bock haben. Aber wie gesagt, es ist mittlerweile alles sehr eng da oben und die Jungs, die machen das, glaube ich, schon gut. Also ich glaube, was echt rüberkommt, ist, dass sie eine gute Stimmung in der Mannschaft haben. Das wirkt auch nach außen so. Das ist hundertprozentig so. Und die freuen sich jetzt einfach auf das Turnier. Wichtig wäre es wirklich, vielleicht mal in so einen Flow zu kommen. Und was uns auch die letzten Jahre immer gefehlt hat, war einfach mal, dass wir so ein enges Spiel gegen so eine Top-Mannschaft auch mal gewinnen. Dass wir da auch mal am Ende rausgehen und sagen, ey, jetzt haben wir die Spanier vielleicht mal mit einem Tor geschlagen und weißt du, dann nimmst du ein ganz anderes Selbstvertrauen dann mit, auch für die Sachen, die da noch kommen. Und jetzt sind wir schon bei der Vorrundengruppe, die ist gar nicht so einfach. Also wir reden natürlich immer davon, wir reden schon wieder davon, dass man möglichst da viele Punkte mitnimmt, am besten alle Spiele gewinnt, damit du dann in der Hauptrunde möglichst auch den einfachen Weg oder dir auch mal eine Ausrutscher leisten kannst, um trotzdem noch ins Viertelfinale zu kommen. Aber wir haben schon schwere Gegner, wenn du guckst, wie die jetzt auch in der Vorbereitung gespielt haben. Katar ist, glaube ich, ja, schwer einzuschätzen. Serbien mit super Ergebnissen gegen die Schweden. Und das sind schon mal zwei Aufgaben, die du jetzt direkt am Anfang hast. Also es ist nicht so einfach und da müssen wir echt gut vorbereitet in die Spiele gehen. Zumal die Kataris schon zweimal bei Weltmeisterschaften Stolperstein waren. Nicht nur Stolperstein, sondern unser Aus besiegelt haben. Aber jetzt vielleicht mal zum Vorrundenstart gar nicht schlecht. Wenn wir da jetzt mal ran positiv rangehen und wir die Partie gewinnen, dann kommen wir vielleicht in diese Welle. Ein paar allgemeine Fragen zur Weltmeisterschaft noch zum Abschluss. Hier kam schon im Chat ein paar Mal die Frage nach vielleicht dem Spieler im Fokus jetzt beim ganzen Turnier. Wer könnte MVP werden? Wer könnte MVP werden? Lass uns mal den ersten Spieltag abwarten, dann sage ich dir ein paar Namen so. Naja, gut, also die üblichen Verdächtigen. Ne? Also wenn man guckt, das Turnier ist in Schweden, ist bestimmt Jim Gottfriedsson ein heißer Kandidat. Die sehe ich halt relativ weit vorne. Dann hast du bei denen einen Gitzel vielleicht, Theoretisch könnte der es da noch. fast jeder machen, ne, bei den Dänen. Bei denen könnte es theoretisch fast jeder machen. Wobei schon die prägenden Leute Mikkel Hansen jahrelang waren, immer noch ist und Gitzel jetzt dazugekommen ist, glaube ich, das ist schon so das sind schon so die zwei, die da noch am auffälligsten sind. Und gut, dass ein Hans Lindberg auf außen die Dinger reinwirft, dadurch wirst du aber kein MVP, da musst ein bisschen auffälliger sein, das ist Stimmt. halt einfach so. Ja, das sind so die üblichen und es ist jetzt auch schwer zu sagen. Dann kommt auch drauf an, wer kommt wirklich in den Flow? Wer spielen die Isländer sich in so einen Flow und schaffen es wirklich ganz, ganz weit? Dann haben die natürlich auch zwei Kandidaten, würde ich jetzt mal auf Anhieb sagen, mit Omar Ingi Magnusson oder auch mit Gisli Kristjansson. Ich finde Gisli in diesem Jahr überragend. SC Magdeburg kommt wieder die Schrittfehlerproblematik. Viele sagen, ja, es ist ein Schritt zu viel. Aber wenn man so schnelle Schritte macht, ist es auch schwer zu zählen. Aber wenn der Schiri Tor pfeift, ist es Tor. Also die haben da auch ein paar gute Jungs und so kann man, glaube ich, Mannschaft für Mannschaft durchgehen. Aber im Endeffekt sind es ja meistens dann die Spieler, die dann auch um die Medaillen spielen und die um die Weltmeisterschaft mitspielen. Die werden dann am Ende MVP und da habe ich jetzt schon mal ein paar genannt. Ja, und jetzt kommt ja die Problematik, weil es so viele enge Spiele dann ab dem, weiß ich nicht, Viertelfinale spätestens sein werden, kann man so schlecht Prognosen aufstellen. Aber trotzdem können wir natürlich nicht aufhören heute, ohne eine Prognose von dir zu bekommen. A, wo landet Deutschland? B, wer wird Weltmeister? Ich habe mir echt keine Gedanken gemacht, wo Deutschland landet, wenn ich ehrlich bin. Bei Weltmeister habe ich die ganze Zeit gesagt, ich glaube, dass natürlich Schweden zu Hause heißes Eisen sind. Dänemark ist für mich der absolute Top-Favorit mit der Mannschaft, die sie haben. Also die üblichen Verdächtigen. Ich habe Island die ganze Zeit so als geheim, aber eigentlich ist es ja auch nicht mehr geheim. Die waren letztes Jahr schon geheim. Man kann nicht 2 Jahre hintereinander geheim Dann sein. hast du sie, du hast es verraten, das Geheimnis. Aber ja, die Franzosen haben gestern ihren Auftakt gehabt. Der war auch nicht so einfach gegen die Polen. Die Franzosen fehlen auch ein paar Leute.
Fällt aber eigentlich gar nicht so richtig auf, wenn man die Spiele sieht, wer da immer noch rumhüpft. Also die kannst du auch immer dazu zählen. Bei den Spaniern sagen wir von Jahr zu Jahr, ja, diesmal ja nicht, die sind ja zu alt und keine Ahnung was, aber irgendwie kommen da immer wieder neue und schaffen die es dann doch. Das ist echt so, das ist halt so eine Turniermannschaft. Also es gibt viele Mannschaften, aber ich lasse mich halt gerne auch von den Deutschen dann positiv überraschen, aber da halte ich mich, wie gesagt, zurück. Hast du einen absoluten Lieblings-Lieblingsspieler? Fragt Mieke. Ist gar nicht, glaube ich, auf die WM bezogen, sondern vielleicht auf deine eigene Karriere, auf alle Zeiten. Ich bin bei solchen Sachen immer mehr der Mensch als der Spieler. Also ich achte immer mehr auf die Charaktere der Menschen und würde da jetzt immer wieder die Namen nennen, mit denen ich zusammengespielt habe und mit denen ich auch sehr viel Zeit verbracht habe, die trotzdem gut sind. Also zum Beispiel ein Domagoj Duszniak oder ein Hans Lindberg. Die kenne ich halt einfach so gut, dass da natürlich spielerisch so viele sind, aber die Du hast ja auch Weltklasse in sind. ganz guten Mannschaften gespielt. Das ist richtig. Also ich find zum Beispiel, auch wenn es ein Halbrechter ist, aber Dicker Mem, wenn der aus der zweiten Welle mit seinem Willen und mit seinen langen Schritten und mit seiner Power da kommt, da denke ich mir jedes Mal, wow, ey, normal müsstest du das immer machen. Das ist ja Wahnsinn. Also, aber das sind halt so Kleinigkeiten als Gesamtpaket. Also wie ein Gitzel jetzt die Bundesliga ja auch vor seiner Verletzung erstürmt hat, was er da gezeigt hat, das ist natürlich auch Weltklasse. Und es gibt da so viele. Und wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, vergesse ich am Ende jemanden. Wie gesagt, ich sage, Hans Lindberg und Domagoj Duszniak sind meine Lieblinge. So, damit tust du keinem weh, das stimmt. Das haben wir auch schon geklärt, auch MVP hier nochmal. Dann eine Frage gab es abschließend noch zu deinem Buch. Wo ist es denn? Kann man das Buch mit Autogramm irgendwo bekommen? Ja, nur bei dem Gewinnspiel, ne? Beim Gewinnspiel werde ich es ja auf jeden Fall, werde ich es möglich machen, die zu unterschreiben. Ich verschicke die zwar nicht von mir zu Hause, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Es gibt auch, aber das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen, ich habe vorunterschriebene Exemplare an einen Buchverlag, an eine, na, hilf mir. Ich Buchhandlung? hab eine Buchhandlung geschickt, genau. Da kann ich euch gerne mitteilen, welche die ist. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es da noch unterschriebene Exemplare gibt. Ich werde mich mal schlau machen und werde das dann in meinen Posts mitteilen. Also Hausaufgabe. Wer es noch nicht tut, ich glaube, es tun eh alle. Pommes folgen, fertig aus. Und dann ganz viel Spaß mit dem Buch. Dir viel Spaß jetzt heute Abend beim Kommentieren. Wie sieht so ein Abend oder die Stunde eigentlich vor so einer Übertragung für dich aus? Wann geht's rüber zu Eurosport? Ja, ich werde mich jetzt gleich fertig machen, dann laufe ich da gemütlich rüber. Dann machen wir ein bisschen Brainstorming vorher, Uwe und ich. Tauschen uns ein bisschen aus über das Spiel. Im Laufe des Turniers wird es dann natürlich immer ein bisschen mehr werden, weil dann auch schon ein paar Spiele gespielt wurden. Jetzt momentan können wir uns über keins unterhalten, es sei denn natürlich über die, die jetzt ab seit 18 Uhr laufen. Aber dann wird es, wie gesagt, so ein bisschen austauschen, wer ist dabei, dann gucken wir uns die Aufstellung an, wer spielt, wer ist vielleicht spontan noch raus. Passiert ja auch immer mal, dass irgendwas passiert, aber eigentlich ist es immer ganz entspannt, ganz gemütliche Runde. Wir treffen uns eine Stunde vorher oder sowas und dann gehen wir auf Sendung heute ab 20:15 Uhr. Ganz viel Spaß dabei. Wir werden uns Danke dir. angucken. Vielen Dank Jawohl, für sehr deine gut. Zeit jetzt vorher. Und Kein euch vielen Dank Problem. fürs Zuschauen natürlich. Das war Bock auf Live mit Pascal, Pommes, Hens. Und für alle, die jetzt sagen, ah, ich habe gerade erst eingeschaltet, bleibt natürlich hier gespeichert auf dem Kanal. Bis dann. Mach's gut, ciao. Tschüss.